Und von Griechenland gehen wir mal weiter in die Türkei, denn seit Sonntag bemühen sich dort rund 150 Helfer, einen Höhlenforscher in der Südtürkei aus etwa 1000 Metern Tiefe zu befreien. Der US-Amerikaner, der war dort mit seiner ebenfalls höhlenforschenden Freundin auf diese gefährliche Expedition in der dritttiefsten Höhle der Türkei hinabgestiegen. So, und dann auf etwa 1250 Metern Tiefe bekam der Mann eine Magenblutung, war 3 Tage bewusstlos, und da er nur in einer Trage nach oben gebracht werden kann, gestaltet sich die Rettung als äußerst schwierig. Rund 150 Helfer, alles erfahrene Höhlenretter, sind aus mehreren Ländern gekommen, um Mark Dickey aus der Tiefe zu befreien. Ein Transport mit einer Trage ganz hinauf wird äußerst schwierig werden. Ob es vielleicht doch ohne Trage gehen könnte, ist völlig ungewiss. Immerhin geht es um die dritttiefste Höhle der Türkei, die Mordscha-Höhle im Taurusgebirge. Sie reicht bis in fast 1300 Meter Tiefe hinab. Der Amerikaner wird dort unten medizinisch versorgt, soweit es möglich ist. Immerhin hat er eine Magenblutung erlitten. Vor der Kamera zeigt er sich aber etwas erholt. Ihr seht ja, ich bin munter, ich kann reden, aber innerlich bin ich noch nicht geheilt. Ich brauche eine Menge Hilfe, um hier rauszukommen. Das ist bei Höhlenforschern oft eine Chance zu zeigen, wie gut die Welt zusammenarbeiten kann. Wie die Rettung aber gelingen kann, das ist noch unklar. Es wird eine enorme Anstrengung, Dickey auf einer Trage durch die engen Gänge 1000 Meter hoch ans Tageslicht zu bringen. Bis jetzt gab es auf der Welt noch nie eine größere Höhlenrettung. Das Ausmaß dieser Rettung ist die Herausforderung. Und auch technisch ist die Rettung sehr anspruchsvoll. Also, we have really technical demanding rescue. An der Rettung sind neben türkischen Helfern zum Beispiel Teams aus Ungarn und Italien beteiligt. Deutsche Helfer sind in Bereitschaft. Bis Dickey aber gerettet ist, kann es durchaus mehrere Wochen dauern. So, wir schauen zu Marion Senker nach Istanbul. Marion, welche aktuellen Informationen über die Rettungsaktion gibt es denn? Ja, ein ganz großes Problem ist da eben, dass wir lange keine Echtzeitinformationen hatten. Also Mark Dickey ist so tief unter der Erde, dass Neuigkeiten normalerweise 1 bis 2 Tage brauchen, um eben an die Oberfläche zu kommen. Und das hat gerade am Anfang die Rettungsarbeiten enorm erschwert. Also alle Infos, die kamen, die waren schon wieder 1, 2 Tage alt. Mittlerweile ist zwar eine Telefonanlage installiert worden, die soll etwa auf 700 Metern Tiefe sich befinden. Das sind aber immer dann noch mindestens 340 Meter über dem Standpunkt von Mark Dickey, über dem Standpunkt des Höhlenforschers. Und was wir wissen, ist, dass eben am 2. September, am Samstag vor knapp einer Woche, da fing es an, dass es ihm nicht mehr gut ging. Das Team hat dann sehr schnell reagiert, auch die türkischen Behörden haben sehr schnell reagiert. Ein Hilferuf wurde abgesetzt. Schon am Sonntag, einen Tag später, kam dann der erste Hubschrauber auch aus dem Ausland, aus Ungarn. Mit dabei war auch ein Arzt. Der ist dann direkt mit runtergestiegen, hat dann wahrscheinlich auf der Hälfte des Weges ein medizinisches Lager errichtet. Von dem aus wurde Mark Dickey dann in den vergangenen Tagen versorgt, vor allem mit Blutkonserven. Es sollen um die 10 Konserven gewesen sein, die ihm verabreicht wurden. Er ist ja mittlerweile auch wieder bei Bewusstsein. Zwischendurch sah das noch wohl anders aus. Und während unter der Erde er weiter versorgt wird und man versucht, ihn zu stabilisieren, oberhalb der Erde sind noch weitere Teams angekommen aus Italien, aus Polen, aus Bulgarien und auch aus Kroatien. Die Türkei hat da direkt internationale Hilfe angefordert, weil das einfach eine Lage ist, da kann die Türkei, da kann der türkische Katastrophenschutz alleine nicht viel ausrichten. Und dann wurde auch erstmal ein Zentrum eingerichtet. Es gab ganz viel Logistik, die geklärt werden musste. Und die Idee war dann eben, ihn mit einer Trage rauszuholen. Das Problem ist, dass diese Höhlengänge so eng sind, zum Teil schulterbreit höchstens, dass eine Trage gar nicht richtig durchpasst. Also man hat das dann so gemacht, man hat etwa in 200, 300 Meter Abständen den Weg zum Standpunkt von Mark Dickey eingeteilt nach Ländern. Jedes Land ist für einen Abschnitt zuständig und man hat dann versucht, diese Trage dort eben zu installieren und vor allem erstmal den Weg frei zu machen. Also man hat mit Sprengungen angefangen, um die Höhle, um den Höhlenabgang etwas weiter zu machen, und das ist natürlich enorm gefährlich, einmal für die Menschen, die noch unten sind, aber eben auch für die Retter selber. Und mittlerweile gibt es die Nachricht, dass es Mark Dickey wieder besser gehen soll. Vielleicht, heißt es von den Höhlenforschern, könne er in den nächsten Tagen auch aus eigener Kraft wieder hinaufsteigen. Das wäre natürlich für das
Rettungsteam wäre das eine große Erleichterung. Allerdings, das dürfte auch noch etwas dauern, denn es heißt, dass selbst ein gesunder und erfahrener Höhlenforscher 10 bis 15 Stunden braucht, um eben diesen Aufstieg alleine zu machen. Also da werden wir wahrscheinlich noch ein paar Tage warten müssen, bis der US-Höhlenforscher aus der Höhle wieder herauskommt. Ein hochkomplexes Vorgehen letztendlich mit noch ziemlich vielen Unbekannten. Marion, vielen Dank erstmal. Ich bin jetzt verbunden mit Matthias Leik, das ist der Vorsitzende der Höhlenrettung Baden-Württemberg. Willkommen und guten Morgen bei Welt. Um für die Zuschauerinnen und Zuschauer erstmal zu klären, reden wir denn bei diesen 1000 Metern Tiefe von Wegmetern oder tatsächlich 1000 Meter nach unten? Guten Morgen. Hier geht es um die vertikale Erstreckung, also von der Oberfläche vertikal runtergelotet, was ja gar nicht geht, da ist ja Fels, bis zum Patienten. Die Wegstrecke, die ist mir unbekannt, ich kenne die Höhle nicht, ich kenne das nur aus den Medien, die dürfte erheblich länger sein. Mhm. So oder so, schwierig, und das haben wir gerade gesagt, ist so eine Rettung allemal, egal ob aus der Tiefe oder was die Länge des Weges betrifft. Was ist denn da so immens kompliziert dran? Sie haben ja gerade den möglichen Tragentransport erwähnt. Die Trage ist natürlich viel voluminöser als der Patient selbst. Und die Höhle ist bekannt für Engstellen, gerade im oberen Bereich. Das heißt, dass man dort mit der Trage vielleicht gar nicht durchkommt, dass diese Engstellen erst erweitert werden müssen. Aber wir haben einen Hoffnungsschimmer. Der Europäische Verband der Höhlenrettungen, ECRA, hat gestern Abend um 9 mitgeteilt, dass der Zustand des Patienten sich sehr gebessert hat im Vergleich zu vorher. Und er sich jetzt mit Hilfe bewegen kann, sprich stehen kann. Und das könnte bedeuten, das ist jetzt nur meine sehr optimistische Prognose, dass zumindest in bestimmten Stellen, gerade diese engen Stellen, bestimmte Abschnitte, der Patient nicht in der Trage transportiert werden muss, sondern sich selbstständig bewegen kann. Und das wäre natürlich super klasse für die Rettung, denn das könnte das Ganze sehr beschleunigen. Hm. Enorm natürlich und der Aufwand. Eine andere Schwierigkeit ist, die in dieser Höhle. Wie sprechen Sie weiter, bitte? Die Steinstraße gegeben ist. Hm. Enorm natürlich der Aufwand, der da betrieben werden muss, um diesen Mann zu retten. Selbst wenn jetzt alles gut geht, mit wie vielen Tagen muss man denn rechnen, um eben diese Distanz, diese Strecke, die Meter nach oben tatsächlich zurückzulegen? Gibt es da eine Prognose aus Ihrer Sicht? Da kann ich nur spekulieren. Ich kann mir vorstellen, unter optimalen Bedingungen dauert es wenige Tage. Wenn sich jetzt irgendwelche Parameter verschlechtern, wie zum Beispiel die Witterung, dann kann das viele Tage bedeuten. Kann ich wirklich nur spekulieren, und das möchte ich eigentlich gar nicht tun. Nee, müssen Sie natürlich auch nicht. Es war klar eine Frage, weil man sich schon damit auseinandersetzt und denkt, wie lange dauert denn so ein Aufstieg unter normalen Bedingungen und jetzt eben unter diesen komplizierten. Aus Ihrer Sicht sind wir aber auch wieder im Bereich der Spekulation. Entschuldigen Sie bitte. Wäre es da nicht einfacher, dass man ein Ärzteteam runterschickt, versucht 3, 4, 5 Tage zu warten, um dann tatsächlich den Mann selbstständig an die Erdoberfläche klettern zu lassen? Genau das wird ja getan. Die Ärzte oder ein ungarischer oder bulgarischer Arzt sind seit Sonntag beim Patienten und haben ihn versorgt, buchstäblich aufgepäppelt, und diese Maßnahmen zeigen ja einen großen Erfolg dadurch, dass der Patient jetzt wohl stabilisiert ist. Es kann natürlich sein, dass man das weiter durchführt und wartet, ob sich der Patient so weit verbessert, dass er die Höhle, jetzt übertreibe ich mal, selbstständig verlassen kann. Als Beispiel aus meiner Praxis von früher, 250 Höhenmeter am Seil schaffen fitte Leute in 20 Minuten. Ich bräuchte sicherlich das Doppelte, und heute würde ich es gar nicht mehr schaffen, fitnessbedingt. Aber mit der Trage dauert das unter optimalen Bedingungen oft schon mehrere Stunden, wobei der eine Tragentransport da gar nicht so ins Gewicht fällt, sondern die Vorbereitung, der Einbau des Schachtes mit Seilen, mit Flaschenzügen, das dauert immens viel Zeit, und dafür braucht man viele Spezialisten und entsprechendes Material. Matthias Leik, ich bedanke mich. Würde das die Rettungszeit enorm beschleunigen. Matthias Leik, ich bedanke mich bei Ihnen, Vorsitzender der Höhlenrettung Baden-Württemberg, für diese Einblicke in eine komplizierte Höhlenrettung in der Türkei. Dankeschön. Ja, sehr gerne.
Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.